Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Fahrt in Train Sim World 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, denn heute machen wir mal eine kleine Fahrt mit der Regionalbahn von Köln Hauptbahnhof nach Düren Hauptbahnhof mit insgesamt 10 Zwischenhalten. Wir fahren die Baureihe 422. Wir fahren morgens um 8:30, also im Berufsverkehr. Und ich habe mal wieder ordentlich hier Verkehr eingestellt. Mal gucken, was uns wann begegnet. Angelehnt hier an S13 nach Düren, aber leider ist hier kein KI-Verkehr. Deswegen habe ich mir schnell ein eigenes Szenario gebastelt. Und wie gesagt, hier fahren wir jetzt von Köln nach Düren mit jedem Zwischenhalt. Und ich habe RB33 genommen, weil das die einzigste Zugzielanzeige ist, die auf die Schnellfahrstrecke passt. Da haben wir nämlich Aachen Hauptbahnhof oben als Zugzielanzeige. So, wir befinden uns hier im Hauptbahnhof. Ich stecke mal den Schlüssel rein, stell mal auf vorwärts, mach die Türen auf. Da machen wir uns hier natürlich die SIFA an. So, genau. Dann machen wir uns die PZB an. Und stellen uns hier schnell unsere Zugzielanzeige ein. Routeneingabe, Zugverband. Wo haben wir denn die RB33? Da ist sie. Er fährt von Essen nach Aachen. Und wie gesagt, andere Zugzielanzeige, die auf die Schnellfahrstrecke passt, gab es leider nicht. Spitzensignale wollte ich einstellen. Horn, Window Heating, Headlights, genau. High Beam. Cab Light brauchen wir nicht. Passenger Light können wir mal anmachen. So, und das sollte ja jetzt auch passen. Schauen wir nochmal schnell. Ah ja, ich fahre übrigens die Variante des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr in Grün. Gibt es auch neu als Download im RailSim-Forum. Ist aber keine Livery, die wir in den Livery Manager einfügen können, sondern das ganz altbacken wie in TrainsimWorld 1 überschreibt einfach die Grundvariante. So, hier haben wir auch ICEs stehen. Zwei Stück habe ich hier geparkt. Einer wird uns überholen. Und ich würde sagen, auf geht die Reise. Nächster Halt Köln-Hansaring. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich, genau, können wir uns aber befreien aus der Überwachung. Das sollte nicht das Problem sein. Wird uns wieder einiges entgegenkommen. Wie gesagt, wir werden auch überholt werden. Da kommt schon der Talent eingefahren, das hat perfekt gepasst. Den habe ich nämlich an Köln-Hansaring losfahren lassen um 8:30 Uhr. Der kam pünktlich zu unserer Abfahrt hier im Bahnhof an. Und ich muss echt sagen, ihr habt recht gehabt, mit PZB zu fahren macht einfach so viel mehr Spaß. Man hat was zu tun, man muss aufmerksamer sein. Ist halt auf jeden Fall viel spaßiger als einfach nur zu fahren, zu reden, zu bremsen, ab und zu die SIFA zu drücken und wieder Gas zu geben, wenn man die Passagiere reingelassen hat und hat aussteigen lassen. So, jetzt bin ich kurz. Ich hätte fast den Bahnsteig verpasst. Ja, der ICE wird um 35 losfahren. Entgegenkommen wird uns auch was. Schön bunt gemischt. So, einmal entriegeln. Und wurde mir auch geschrieben, mit den Pfeiltasten kann man aus dem Fenster gucken. Braucht man gar nicht mehr aussteigen. Da kann man dann auch hier, wenn man weiter drückt, hier den Fahrplan angucken, den wir nicht haben. Ebola gibt es ja nicht. Dann können wir hier auf den Monitor gucken, auf den. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Da kommt uns die nächste S-Bahn entgegen. Sehr schön. Können wir noch hier rüber gehen und dann natürlich wieder hier in den Führerstand. Ja, dieses Szenario-Gestalter, wenn man einmal so sich damit auseinandergesetzt hat, das macht halt schon Laune. Und das jetzt schon eine Woche nach Release. Wenn da wirklich irgendwann die Baureihe 101 kommt, mit den Intercity-Waggons und all die anderen
Fahrzeuge aus Teil 1 noch rüberkommen. Das wird schon bestimmt schön, sich dann Szenarien zu gestalten. Blöd finde ich halt nur, dass pro Strecke man nur 30 Szenarien speichern kann. Finde ich echt ein bisschen seltsam. Und es ist, ich weiß, ich sage das in jedem Video, aber es ist halt immer noch zu wenig los. Es steht nichts in der Abstellung. Oh, jetzt müssten wir hier quittieren, richtig? Ich mache es einfach mal. Weil da war eine Geschwindigkeitstafel. Und nächster Halt ist dann Köln-Ehrenfeld. Schön über die Überwerfung rüber. Ich weiß auch, dass hier auf der Linie eigentlich auf der RB33 die 422er nicht fährt. Aber da wie bisher ja die 422er noch nicht gefahren sind, habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal die. Tut ja nicht weh. Ich meine, so ganz realistisch wollen wir es jetzt auch nicht. Ist wie ein Transportfieber, was mir gefällt, das fahre ich. Wir wollen ja auch alles mal gesehen haben. Und außerdem dieses schöne grüne Design gefällt mir halt sehr. So, ich will aber aufmerksam bleiben. Boah, die Siva ist schon echt, boah, übel. So, da hat gerade ein weißer Punkt geblinkt. In dem Signal. Signalbilder. Vieles ist für mich halt noch, ja, ein rotes Tuch, würde ich fast sagen. Signalbilder muss ich mir auch mal angucken. Ja, ja, ja. Also Signallehre machen. So, der ICE müsste jetzt in Köln schon losgefahren sein. Da drüben ist auch schon grün auf dem Gleis. Müssten gleich überholt werden. Können wir mal rausgucken. Noch sieht man nichts. Hier ist auch grün. Da ist auch grün. Da ist grün. Ja, das kann ja nicht sein. So viele Züge kommen jetzt nicht. Aber wie gesagt, der ICE ist um 35 losgefahren in Köln nach uns. Müsste also bald auftauchen. Fährt er da rechts auf der Strecke? Ich bin gespannt. So. Tür wieder zu. Und weiter geht's. Nach Müngersdorf. Hat auch jemand geschrieben, ich soll oben rechts den Cheat-Modus ausmachen, wenn ich mit PZB fahre. Ja, für den Anfang habe ich es aber noch drin, weil es jetzt meine zweite Fahrt mit euch zusammen mit PZB. Ich möchte da erstmal reinkommen, schauen, dass ich keine Fehler mache. Und dann werde ich auch irgendwann oben rechts den Cheat-Modus in Anführungsstrichen ausstellen. Also ich glaube, der ICE kommt. Ich höre was.
LZB haben wir dann ja auch noch beim ICE. Ist jetzt nicht ganz so schwer. Ne? Schaltet man ein und dann kann man dann die AFB auf volle Pulle stellen und der Zug reguliert sich dann selber auf die jeweilige Höchstgeschwindigkeit. Ja. Oh Mann. So, wir können auch schon bremsen, weil da vorne ist schon der nächste Halt. Nichts zu sehen. Kommt bestimmt noch. Da kommt er. Sehr schön. Und vorne kommt die S-Bahn. Sehr schön. Bin mal wieder begeistert. Achso, Türen haben wir ja schon zu. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, Escape. Ist ein 425er. So ein Fahrplan wäre halt schön, ne? So ein richtiger Fahrplan, wo man guckt, wenn man den Zug, also sich jetzt von Düren nach Köln fahren lässt, wann er wo ist, an welchem Bahnhof, dann könnte man sich echt super die ganzen Zugbegegnungen vorher schon positionieren, wo welcher Zug einen wann trifft. So muss man halt immer noch so ein bisschen, ja, ins Sch Schwarze hereinraten oder ins Blaue, sagt man ja so schön. Muss ja jetzt. Warum, hä? Warum waren denn jetzt Schatten? Was ist denn jetzt? Das sind doch nicht die Masten. Oh, nächster Halt Köln-Löwenich. Wie hat der gute YouTuber Think New, Fly New, der eine oder andere wird ihn bestimmt kennen, den schaue ich übrigens auch sehr gerne. Bei ihm habe ich mir zum Beispiel das PZB-Tutorial angeguckt und habe sofort verstanden. Das war sehr verständlich, sehr angenehme Stimme. Hat gesagt, ja, TrainSimple 2 ist halt schon sehr arcade-lastig. So ganz Simulation ist es halt nicht. Keine Hardcore-Simulation, sagen wir es mal so. An die Lokführer unter euch, wie oft drückt man eigentlich die SIFA? Drückt man das wirklich öfter? Also so alle 5 bis 10 Sekunden oder wirklich erst, wenn es piept oder alle 20 Sekunden? Oder macht das jeder Lokführer anders? Ich drücke lieber öfter, damit ich es nicht vergesse. Und damit dieses schöne Geräusch nicht so oft ertönt. So, ich auch einmal.
einmal Türen auf, aber hier gehen wir mal raus. Schauen wir mal, ob wir hier erstmal einen schönen Screenshot machen können von unserem tollen Zug. Kommt ja gerade nichts. Gehen wir mal hier. Zack. Ja. Macht doch jeder Lokführer mal. Einfach mal auf die Gleise stellen, um den Zug zu fotografieren. Was haben wir hier? Aha. Verteilerkasten, alle alte Gleisschwellen. Und eine Streckenkarte. Schön. Ah, es hat einfach schöne, schöne Lackierung. Oder Folierung, besser gesagt. So, Türen wieder zu. Bremse schon mal ein bisschen raus. Und weiter geht es nach Köln-Weiden-West. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, der zweite ICE in Köln ist um 8.40 Uhr losgefahren. Und in Düren ist auch einer losgefahren. Kommt der da vorne? Oder sieht das nur so aus? Wir lassen uns mal überraschen. Da kommt er. Der Klimaschützer. Oh. Was für ein absolut widerliches Geräusch. Güterzüge fahren lassen können, wenn Rosig Nord dann endlich erschienen ist. Ich glaube, im September wird das noch erscheinen, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann auch Güterzüge. Ich hoffe, man kann dann wirklich auch einstellen, wie lang die sind und nicht so vorgefertigte. Das bringt dann auch noch mal ordentlich ordentlich Abwechslung rein. So, nächster Halt, Frechen Königsdorf. Aber mit PZB ist hier leider nicht so viel auf der Strecke. Hätte ich auch ohne fahren können. Am Anfang mussten wir uns befreien. Oder konnten uns befreien. Aber hier jetzt auf offener Strecke ist, ja, nicht so viel. Aber wir haben ja halt auch durchgehend grün. Keine gelben Signale. Vielleicht in der Einfahrt dann nach Düren. Da könnte dann wieder die PZB zum Einsatz kommen. Ja, Güterzüge dann halt noch, wie gesagt, wenn dann, ich hoffe ja noch dieses Jahr, die Baureihe 101 kommt. Ich hoffe mit Intercity-Waggons, weil da dann Doppelstockwagen dran zu hängen, das wäre ja wohl... Ah. Das dann hier auch noch fahren zu lassen, dann haben wir noch Intercities, die dann fahren, das wäre echt, das wäre schon echt klasse.
fetter S-Bahn-Verkehr auf den Schnellfahrgleisen. Ist halt ein Umleiter. Kann man nichts machen. Und der nächste, Abellio Talent. Nichts machen. Hier fängt LZB an. Können wir mal gerade gucken. Kommt ja gerade nichts. LZB ist hier dieses Kabel in der Mitte. Aber hier steht, es fängt an. Das ist doch hier schon. Markiert das eigentlich nicht immer den Bereich, wo LZB anfängt oder aufhört? Oder ist das auch zwischendurch? Angezeigt wird, dass man im LZB-Bereich ist. Oh, nächster Halt ist in Horrem. In 5 Kilometern. Ich habe auch gehört, dass es jetzt dynamisches Wetter geben soll. Davon habe ich noch überhaupt gar nichts gemerkt. Und ich glaube, auch die Fahrten sind viel zu kurz, die man machen kann, selbst wenn man mit der S-Bahn hier oder mit dem Regionalexpress von Köln bis nach Aachen oder umgekehrt fährt. Da fährt man vielleicht eine Stunde. Für dynamisches Wetter natürlich viel zu kurz. Ah, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Ich bin bisher immer nur bei strahlendem Sonnenschein gefahren. Auch in den Szenarios, die man sich selbst erstellt. Man kann kein Wetter einstellen. Wird das total bescheuert. Man fährt immer nur bei strahlendem Sonnenschein. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Vielleicht habt ihr die Option irgendwo gefunden. Wettereinstellung in selbst erstellten Szenarien. Aber eine hohe Brücke. Doch, da kommt er. Kommt doch nochmal ein Talent in Doppeltraktion. Ich wollte gerade sagen, entgegenkommen dürfte uns jetzt nichts mehr. Ich glaube aber, das war jetzt der letzte Zug. Ich benutze das Horn. Warum blinkt denn das Signal da oben grün? Das ist irgendeine Bewandtnis? Ein grün blinkendes Signal.
ich so auch noch nicht gesehen. Was bedeutet das denn? So, können wir hier irgendwas machen? Ich glaube, hier können wir runtergehen. Genau. Können wir Kasten aufhängen. Hier ist alles aufgehängt. Hier können wir bestimmt nicht raus. Nein, natürlich nicht. Hier können wir hoch. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu machen. Nö, nö. Oh, falsches Gleis. Schnell rüber. Hat hoffentlich keiner gesehen. Bin schon wieder da. So. Bisschen hier. Nein. Beide zu. Blinkende Signal irritiert mich irgendwie. Zumal wir ja auch keine Geschwindigkeitsveränderung haben. Ich quittiere mal, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich unnötig ist, aber dieses blinkende Signal war schon komisch. Noch nie gesehen, wie gesagt. Aber ihr wisst bestimmt, was das bedeutet. Nächster Halt ist in Sindorf. Ich glaube, wir müssen es auch bald bis nach Düren geschafft haben. Ich glaube, es ist jetzt Halt 8 oder 9 schon. War eine 80, ich habe es genau gesehen. Die Überwachung ist 85. Komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Klappt schon mit der PZB. Klappt. So schlecht bin ich gar nicht. Na, jetzt sind wir in der Überwachung drin. Darf nicht schneller als 85 fahren. Eigentlich 80, aber es gibt eine Toleranz von 5 km/h, deswegen 85. Jo, jetzt können wir uns auch befreien. Und wie ich gelernt habe, liegt das an den weichen Bereichen hier. Ne, wird nicht angezeigt auf dem Tacho unten, dass die Geschwindigkeitsverringerung ist. Aber die PZB zwingt uns halt dazu. Und das macht das Ganze dann halt auch alles ein bisschen fordernder, aber auch mit einer Menge mehr Spaß. Weil normal hätten wir jetzt hier nicht runterbremsen müssen so früh. Aber durch die PZB, die uns sagt, doch, hier ist Weichenbereich, bitte runter auf 85. Gibt's auch nichts zu tun? Nö. Doch, Streugut. Streugut. Ach nee, das ist auf einer anderen Strecke mit dem Streugut. Aber hier Verkehrsleitkegel. Beeilt euch mal, wir müssen weiterfahren. Hopp, hopp, alle einsteigen. Pech gehabt. Kennt ihr diese Bahnfahrer? Bei uns ist das in der Straßenbahn ganz oft. Ich erlebe das fast jeden Tag. Da kommt einer angerannt
und will noch in die Straßenbahn rein. Die Türen gehen vor ihm zu, der Straßenbahnfahrer sieht, dass der da ist und fährt einfach los. Ist mir übrigens auch schon passiert. Nicht lustig. Nicht lustig. Aber ich glaube, das ist einfach gerade an den großen Kreuzungen. Bei uns ist es hier zum Beispiel in Kassel der Stern oder die Rathauskreuzung. Da muss man natürlich fahren, wenn man dann frei bekommt. Weil sonst muss man einfach 2-3 Minuten warten und hat dann gleich mal ein paar Minuten Verspätung. Und wenn man eh schon Verspätung hat, was im Berufsverkehr ziemlich oft vorkommt hier, und in anderen Städten natürlich auch, dann hat man natürlich ein Problem, wenn man dann nochmal sich mehr Verspätung einhandelt durch sowas. Ich meine, man hat eine Person glücklich gemacht, aber vielleicht hinten drin 50, 60 unglücklich, weil die ihre Anschlussbahn nicht bekommen haben. Da muss man dann natürlich wirklich abwägen. Das Ding eigentlich AFB? Nee, ne? Nein, ist auch keine AFB. Da halt ist Buir, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch der letzte Halt vor Düren. Müsste. Da hätte ich echt noch mehr Züge einfügen können. Aber man lernt ja aus all den Sachen, die man macht. Und wie gesagt, das Szenario, was man sich im Railsim Forum runterladen kann, S13 nach Düren. Da war gar kein KI-Verkehr. Das ist dann natürlich schon öde. Das ist auch der Grund, warum ich den Euro Truck Simulator 2 nicht mehr gespielt habe im Multiplayer. Gar kein KI-Verkehr. Da trifft man ab und zu mal einen LKW von einem anderen Spieler. Das war es dann auch schon. Das ist halt langweilig, öde. Man will ja auch ein bisschen was zu sehen haben. Schön Züge betrachten. Und es auch so realistisch wie möglich haben. Wenn natürlich hier auf so einer Route im Berufsverkehr morgens um 8.30 Uhr nicht ein Zug kommt, ja. Realismus ist was anderes. So, gleich dürfen wir nur noch 120. Das muss ich nicht quittieren, das habe ich auch gelernt. Nur Geschwindigkeiten unter 100. Bremsen. Ich muss mal eben was trinken, sonst heißt es wieder, ich würde schmatzen. Dabei habe ich einfach nur einen trockenen Mund um meine Zunge. Macht halt dieses Geräusch, wenn es am oberen Gaumen anliegt. Das ist ja schon ein paar Mal gesagt. Manche Menschen achten auch auf alles. Ich würde schmatzen. Na gut. Weiß ja nicht, wie sich bei euch Schmatzen anhört. Den haben wir schon aufgehangen, okay. Hier waren wir schon. Und haben aufgehangen in Buir. Kommt da jemand her?
aus Buir, Bür, Bier. Vielleicht finden wir hier unten noch was. Ah. Streckenkarte. Hättet ihr eigentlich mal Bock auf so eine Mitfahrt? Einfach reinsetzen, ohne dass ich rede, sondern einfach nur mitfahren. Würde mich mal interessieren. So, nächster Halt ist Märzenich. Und dann kommt aber, glaube ich, Düren. Dieses Szenario S13 nach Düren, das war auf 20 Minuten ausgelegt. Wir sind jetzt schon 35 unterwegs. Und der hatte auch 10 Halte unterwegs. Ordentlich, das auf 20 Minuten anzulegen. Stand zumindest dabei. Dauert 20 Minuten. Ist unsere längste Fahrt tatsächlich. Und es passt ja, wenn wir nach Düren so knapp 40 Minuten brauchen, dann denke ich, dass nach Aachen eine Stunde gut wird man schon brauchen. Was ich schon ordentlich finde für eine Train-Sim-Strecke. Für Train-Simulator natürlich nicht, da gibt es ganz andere Strecken. Aber für Train Sim World ist eine Stunde komplette Strecke abfahren schon ganz okay. Dauert der Upload auf YouTube halt ein bisschen länger, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Und ihr habt eine Menge zu gucken. Also ein bisschen ärgern tut es mich halt doch. Hätte ich noch mehr Züge auf die Strecke schicken können. Züge in Aachen losfahren lassen können. Die wären uns wahrscheinlich jetzt begegnet oder erst in Düren. Ja, schade. Nächste Mal dann. So ein Popelhaltepunkt. Oh. Erschreckt mich doch nicht, Mann. So, hier kommt mal. Jawohl, Streckenkarte. Na, ihr seid aber drauf. Was ist euch denn über die Leber gelaufen? Zwillinge. Na, habt ihr Streit? Guckt. Oh. Ich fahre mal lieber weiter. So, Türen zu. Und weiter geht's. Nächster Halt, Düren Hauptbahnhof. Dort endet unsere Fahrt und unser Kollege übernimmt dann die Weiterfahrt nach Aachen und dann die Rückfahrt nach Essen.
Wir haben dann Feierabend. Haben wir uns auch verdient. Um 5 morgens angefangen. Und kurz nach 9 haben wir dann Feierabend. Reicht für heute. Ist bei uns übrigens bei der Straßenbahn hier wirklich so. Die fahren eine halbe Schicht, also angenommen jetzt von 6 bis 10, dann haben die 3 Stunden Pause bis um 1 und dann müssen die nochmal fahren bis um 5. So eine geteilte Schicht. Irgendwie total beknackt. Also ich kenne zwei, also ich habe 2 kennenlernen dürfen, die bei der KVG in Kassel fahren, die haben gesagt, total bescheuert. Oder fängst du um 12 an, fährst bis 4, halb 5, dann hast du Pause bis um 8 und fährst nochmal bis um 12. Ah, ätzend. Also mich würde es ankotzen, so eine lange Pause zwischen den Schichten. Oder in der Schicht, besser gesagt. Ich meine, du kannst ja auch nicht einfach nach Hause fahren, stell dir vor, du wohnst. Oh, einmal quittieren. Herzmagnet. Stell dir vor, du wohnst eine gute halbe Stunde Autofahrt weg, fährst eine halbe Stunde zurück nach Hause, machst 1,5 Stunden zu Hause Pause und fährst eine halbe Stunde wieder hin. Und das sind dann ziemlich viele Fahrten am Tag. Kann sich ja kein Mensch leisten. Können wir uns befreien? Wir können uns befreien, super. Aber wir bleiben bei der Geschwindigkeit. Das ist ja eh nur 60. Jetzt ein bisschen Gas geben. Okay, ich habe nicht bestätigt. Verdammt, doch noch eine Zwangsbremsung. Mist. Okay, das muss man dann nochmal bestätigen. Auch wenn man schon unter der Geschwindigkeit fährt. Okay, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Alles gut. Hatte zum Glück nicht viel Zeit gekostet. Ah, das muss ich dann nochmal bestätigen. Wahrscheinlich, weil die Überwachung von 85 auf 45 ging. Okay. Aber hier ist ja 60 erlaubt. Warum überwacht er mich dann auf 45? Das verstehe ich nicht. Und ich sage auch noch, da kommt ein 1000-Hertz-Magnet. Naja. Aber befreien können wir uns auch nicht. Jetzt ist auch wieder 85. Komisch. Nicht so ganz verstanden. Wir sind ja reingefahren. Dann haben wir bestätigt, dann war 85. Dann haben wir uns befreit. Dann war auf einmal 45 Überwachung, obwohl 60 erlaubt sind. Stehe ich nicht so ganz. Aber ich fand, für die zweite Fahrt war das schon okay mit dem PZB. Ja, nochmal Siefer zum Schluss. So, Türen auf. Hier auch nochmal ein bisschen gucken. Mal ein Screenshot von dem schönen Zug. Geht doch mal aus dem Bild raus. Herrgott. So. Ich habe doch die Türen entriegelt. Muss ich hier wieder rechts aufmachen. Hä? Ich muss tatsächlich wieder rechts aufmachen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, als wir hier nach Düren gefahren sind. Das geht gar nicht. Ach.
Ach, das ist wirklich beknackt hoch 10. Ohne Worte. Ich glaube, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt. Testet das keiner? Naja. Mir sollte egal sein. Ich muss nicht auf die Schienen springen. Ich sitze vorne drin. Deswegen. Alles gut. Für mich persönlich. Hier vorne. So, Türen zu. Und dann hätten wir es. Boah, sieht gut aus, die Kurven. 11.321 EP. Okay, das Video ist jetzt schon ziemlich lang, deswegen halte ich mich kurz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Ein Abo wäre wirklich super, damit wir so schnell wie möglich die 10.000 Abos schaffen. Und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft einfach gar nichts mehr. In dem Sinne, danke und bis zur nächsten Fahrt. Ciao.